Ja, ist klar. Kann aber sein, dass ich. Jetzt kann, da kann ich die Rampen unter dem Ding kaputt schießen. Wirklich danach aus. Nifflig. Einfach mal schauen, was passiert. Wie halt hast du denn jetzt die Basisverteidigung dezimiert? Ich habe Auf die paar zumindest Unzerstörbaren? bis auf die Unzerstörbaren habe ich ziemlich alles weggemacht. Zumindest soweit ich es weiß. Ich habe zumindest mal die ganzen Brutstätten weggemacht, das heißt, es kommen keine fliegenden Skrits mehr auf mich zu. Oder zumindest nur noch sehr wenige. Was mich irritiert, ist, dass das immer noch Navigationspunkt 3 ist. Vielleicht kann man die das Zeug auch mit etwas schwererem Geschützen kaputt schießen. Die Die Dinge werden sind. schon zerstört, aber immer wieder aufgebaut Ja. an der Stelle. So wie gerade. Da musst du, glaube ich, eine Verbindung wieder zerstören, um die wirklich kaputt zu machen. Die Frage ist, wo? Ich habe ja echt das Gefühl, dass ich das Zeug da hinten kaputt machen muss und das schaffe ich, glaube ich, nur mit dem Bomber. Hangar ist immer noch nicht fertig. Muss mal schauen, ob sich da was machen lässt. Irgendwie um die Kanone herum navigieren. Einfach mal schauen, ob du die. Ich muss sagen. Ja, das war eine Felsenmission, oder?
Jupp. Was war denn hier schon wieder los? Leuchtturm an. Wo kommen die jetzt eigentlich auch an? Der Bomber? Ja, mehr oder weniger. Aber wo kommen die auf einmal alle her? Das würde mich interessieren. Ich meine, ich habe die ganzen Brutstätten größtenteils zerstört. Meine Energie ist niedrig, aber ich kriege auch gerade irgendwie keine. Hm. Ja. Probieren wir es nochmal von hier. Ich probiere es mal gleich mit einem Bomber. Mal schauen. Aber da vorne, wenn man sich hereinmanövriert, da kommst du echt nicht mehr raus. Zumindest nicht ohne, dass einer ab irgendeinem Zeitpunkt die Viecher überrennt. Dann fliegen wir mal wieder rum und zerstören irgendwelche Brutstätten, wenn wir irgendwo welche finden. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich die teilweise auch noch einige Zeit erst aufbauen. Ab einem bestimmten Wegpunkt, den du angehst. Haben wir denn irgendwelche Missionslogs? Nö, nö, was gibt's hier leider nicht. Sonst hätte ich da schon nachgeschaut. Aber die Objectives muss man hier selber rausfinden. Hm. Bomber und sogar schon auf dem richtigen Weg. What the? Ach so. Irgendjemand hat den Bomberhangar kaputt geschossen. Hat ihn da schon wieder angegriffen. Irgendwas war hier ganz schön durchgeräumt. Falscher Hangar, ich brauche den anderen. Natürlich, jetzt habe ich gerade nicht genug Energie.
Brutstätte da hinten eigentlich kaputt gemacht. Die habe ich ja. Mehr als diese eine Insel da vorne. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr gibt. Ich habe in Erinnerung, dass es von denen mehrere gab, aber ich weiß nicht, wann und wo die auftauchen. Zumindest nicht mehr. Bomberhanger ist fertig, okay. Dann probieren wir das doch nochmal. Glaub ich nicht, dass du schon wieder gegen die Klippe fliegst. Und wo war der nochmal? Nächste war so. Hier, okay. Ja. Jawohl. Bombe funktioniert. Schauen, wo die anderen hier waren. Ja, hat schon wieder jemand mit dem Bomberhanger kaputt geschossen? Oder was? Ja, natürlich. Wieso habe ich schon wieder keine Energie mehr? Im Silo? Die Luft steht noch. Ja, ja. Irgendwas draint deine Energie. Frage ist was? Oh gut, ich bin schon mal einen Schritt weiter als vorher. Ich weiß, dass ich das Zeug mit der Bombe zerstören kann. Okay, Leuchtturm ist repariert. Repariert. Das da hinten wäre noch nicht schlecht, wenn wir es wieder reparieren können. Du musst auf der rechten Seite doch das zerstören, habe ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Also mit dem Bomber funktioniert's. Wer weiß, vielleicht funktioniert's ja auch mit dem normalen Flugzeug, wenn man ein bisschen länger drauf schießt, aber... Weiß ich nicht. Hatte zumindest keinen sichtbaren Effekt, als ich das versucht habe. Fragt sich nur, was da immer ankommt und das den Bomberhangar zerstört. Also jetzt ist erstmal irgendwie Ruhe. Ja, also solange ich hier auf meiner Insel bin, kommt nichts. Aber immer wenn ich mit dem Bomber unterwegs bin, macht er mir den Hangar kaputt. Was ich aber jetzt schon mal machen kann, ist das Spiel mal wieder speichern.
Mach doch gezielt den Hangar kaputt, das ist irgendwie... Alles andere lassen sie ja stehen. Also gut, der Wachturm war stark beschädigt, einer meiner Geschütztürme war stark beschädigt. Das liegt wahrscheinlich nur daran, dass das in der Nähe jetzt, vom Bomber war. Jetzt ist wieder was in der Nähe. Jetzt kommt was. Merkt man nämlich daran schon, dass das Flugzeug rauskommt. Das Flugzeug kommt nur raus, wenn es irgendwas in der Nähe gefunden hat. So, dann zerstören wir mal die zweite Route. Vielleicht sind dann die ganzen Türme auch irgendwann mal zerstörbar. So. Erstmal hier rausmanövrieren. Ist voll in die Türme rein. Kaputt gekriegt, beim Rest weiß ich noch nicht. Vielleicht muss ich da mal außen rum fliegen. Ja. Besser wäre das, wenn du von außen und dann nach innen fliegst. Ich will den nächsten Bomber haben. Ah. Jetzt hat er es kapiert, dass er sein. Ah, ich weiß warum. Okay. Warum? Der hatte keine Energie. So ein Bomber zu bauen kostet einiges an Energie. So. Das ist wahrscheinlich deine Energie rechts rum. Müsstest du an der rechts an der Insel vorbei. Deswegen hat das wahrscheinlich auch deine Energie gezogen, weil du ständig ein Flugzeug gebaut hast. Jetzt sehe ich auch gerade, dass wenn ich hier so schnell durchfliege, das kostet auch Energie. Das wusste ich noch gar nicht. Gut. Weiß ich auch mal wieder mehr. Ich habe noch nie drauf geachtet. So, wo war der? Der war ziemlich weit hinten in der Flugtasche, oder? Ja. Okay, da hinten. Ich hab gesehen, da ist dieses komische Gebilde und bei dem in der Nähe. Das ist ein Übersprung. Dass ich das Ding auch noch wegbomben muss. Die Ranken da unten. So. Die mittlere Insel irgendwie mit Ranken verbunden. Nicht, dass ich es wüsste. Hier habe ich gerade eine Meldung bekommen, dass meine Insel wieder angegriffen wird. Wenn du den Bomber gebaut hast, dann gleich mal die Schnellflieger und guckst, ob du auf die mittlere Insel mit den Außenlenken verbunden bist. Jetzt erstmal hier ein bisschen. Der Leuchtturm ist fertig repariert. Der Wachturm ist auch noch beschädigt. Das ist komplett.
Aber ich glaube, die ganzen Rankenverbindungen habe ich ja mehr oder weniger schon getrennt. Wäre nur jetzt interessant zu wissen, ob ich jetzt das ganze Zeug kaputt machen kann. Mein Silo ist auch so gut wie hin. Ich will aber nicht, dass das Ding so gut wie hin ist. Braucht doch den ganzen Energievorrat. Ja, du saugst schon wieder irgendwas. Ach, du reparierst die ganze Zeit. Jo. Nicht drücken. Ich weiß, ich weiß.